Der Competence Day ist eine jährliche Veranstaltung der WU, die verschiedenen Departments die Möglichkeit bietet, sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Dieses Jahr stand der Competence Day ganz im Zeichen der Volkswirtschaftslehre. Im Rahmen eines ganztägigen Kongresses wurden Impulsvorträge und spannende Auszüge aus dem Forschungsbereich der Volkswirtschaftslehre präsentiert. Heute ist das Department für Volkswirtschaft quasi stellt sich der Öffentlichkeit vor und wir haben die Forschungsthemen der Volkswirtschaft eigentlich zusammengefasst. Wir verstehen uns als empirisches Forschungsinstitut, das evidenzbasierte Forschung zu wirtschaftspolitisch relevanten Fragestellungen macht. Und in diesem Sinne haben wir den Competence Day auch aufgebaut. Die prominenten Gastredner Karl Aiginger und Christian Keuschnick debattierten im Rahmen einer Podiumsdiskussion über brandaktuelle wirtschaftspolitische Themen, unter anderem, wie kann sich die EU als Erfolgsmodell aus einer Midlife-Crisis befreien? Wir brauchen eine Strategie, die wieder eine Vision für Europa entwickelt, wo wir im Jahr 2050 sein wollen in dieser globalisierten Welt. Und da gibt es drei Pfeiler. Auf der einen Seite sollen wir dynamischer werden, das heißt die Einkommen sollen stärker steigen und wir sollen höhere Weltmarktanteile haben. Auf der zweiten Seite sollten die Einkommensdifferenzen kleiner werden und die Arbeitslosigkeit soll reduziert werden. Und drittens sollte Europa Vorreiter bei Umweltemissionen und Verhinderung der Klimaerwärmung sein. Auch die Wirtschaftspolitik Österreichs braucht neue Reformen. Das Modell Business as usual funktioniere laut den Experten nicht mehr. Es bedarf viele Umstellungen, um Österreich weiterhin als Wohlfahrtsstaat führen zu können. Darunter fallen Staatsverschuldung, Föderalismus oder das Steuersystem. Auch im Pensionssystem erfordert es neue Strukturen in puncto Umverteilung. Wenn das Pensionssystem eine Pension bereitstellt, dann ist das eine individuell zurechenbare Leistung, die sich jemand mit den Beiträgen als Recht erworben hat. Ja, das ist keine Umverteilung. Wenn darüber hinaus die Politik eine Umverteilungsaufgabe anstreben will, also die Armen aufstocken und von oben entsprechende Steuern, progressive Steuern zu holen, dann soll die Politik sich hier des richtigen Instruments bedienen und dann ist das Steuertransfersystem mit progressiven Steuern oben zugreifen und unten Armut mit Ersatzleistungen zu lindern. Es ist aber wichtig, dass die Politik so konstruiert wird, dass der Bürger erkennen kann, ja, wann er eine individuell zurechenbare Gegenleistung bekommt, ja, als Gegenleistung für seine Beitragszahlung und wann er von anderen unterstützt wird. Sehr interessiert traten Studierende und Gäste des Symposiums mit den Wirtschaftsexperten in einen Dialog und nutzten die Gelegenheit, Fragen zu den behandelten Themen der Podiumsdiskussion zu stellen. Also es war sehr interessant und was ich immer sehr toll finde an der WU, dass die WU auch wirklich hochkarätige Redner herholt und dass man da wirklich dann fundierte Vorträge hören kann und auch dann Fragen stellen. Also ganz besonders gefallen hat mir in der wirtschaftspolitischen Diskussion der Herr Dr. Keuschnick, der sehr gut zusammengefasst hat, woran es in Österreich, aber auch anderswo mangelt in der Wirtschaftspolitik. Sehr gut gefallen hat mir jetzt natürlich auch die mikroökonomischen Vorträge, die zeigen, dass das Department Volkswirtschaft doch eine sehr große Palette und Breite von Forschung anbietet. Ich finde es toll, dass das Department von der Volkswirtschaft hier diesen ganzen Tag, von diesem Kongresstag organisiert. Und ja, vielen Dank für die Organisation auch für die vielen verschiedenen Beiträge auch dann von den Studenten am Nachmittag. Der Competence Day ganz im Zeichen der Volkswirtschaftslehre war sowohl für Professoren als auch für Studierende ein großer Erfolg.